Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alaina Tarot. Mein Name ist Alaina. Heute möchte ich gerne mit euch das Tagesorakel, die Tagesbotschaft, ja, die Nachricht des Tarots mit euch teilen, eine kleine Hilfestellung euch geben, vielleicht auch euch besser heute zu verstehen, warum ihr manchmal so aufgewuselt seid oder warum ihr manchmal so apathisch seid. Also die Energien im ganzen Kollektiv sind gerade wirklich wuselig, aber auch powerhaft unterwegs. Es ist nicht nur Heilung am Start, sondern vor allen Dingen Erkenntnis und Aufwachen, dass auch negative Situationen, aus deiner Sicht vielleicht negativ, ja eigentlich sehr positiv sind, weil sie dir einfach eine Hilfestellung geben möchten, um da nochmal anzusetzen, okay? Die Energien, die ich spüre, ist heute Synchronität, dass alles genau zum richtigen Zeitpunkt geschieht. Also geh in die Annahme. Und die Dankbarkeit vor allen Dingen. Dankbar für alles das zu sein, was in deinem Leben schon ist, gewesen ist und noch sein wird. Okay? Du hast zwei Optionen. Option 1, der Herzengel. Option 2, der mexikanische Frosch. Schau dir das Video bis zum Schluss durch. Das rate ich immer allen, weil wir haben gebündelte Nachrichten oder auch es gibt Energien unter euch, die mehrere Nachrichten bedürfen. Okay? Wir fangen schon mal an. Leute, lasst auch bitte, Herzengel, ja, Option 1, euer Kommentar hinter meinem Video, wie ihr euch in Resonanz befunden habt, wie ihr in der Annahme seid. Also wirklich kommentiert meine Videos, weil es ist auch eine große Hilfestellung für viele andere Menschen, die sich noch nicht trauen, in die Resonanz zu gehen oder überhaupt sich zu äußern, ja. Guck mal, wow, Option Nummer 1, es geht um die Selbstliebe, die Reise zu deinem Urvertrauen und Unterbewusstsein, ja. Es geht um die Selbstliebe, um das Vertrauen, um dich mit dir selber zu verbinden. Ich habe es gerade noch gesagt, ich spüre heute die Energien der Synchronität, ja, der Verwirklichung, deine Ziele nahe zu kommen, dich mit dir selber zu verbinden, dich nicht nur selber zu verstehen, sondern auch andere Menschen zu verstehen. Der Zeitplan, den du dir gesetzt hast, kann vielleicht ein bisschen aus der Bahn geworfen werden. Kümmere dich um die Selbstliebe, um dein inneres Kind, um das Urvertrauen. Deine Affirmation heute, ich liebe mich, ich bin ein kostbarer Diamant. So wie ich bin ich genau richtig. Wow. Zieh die Schuhe aus, laufe barfuß durch das Haus, draußen im Freien, wenn du kannst, ja, über Wiesen, durch Wälder, durch schmale Bachläufe, Landschaften. Laufe bewusst und achtsam, damit sich deine Fußzehen also wirklich ein bisschen entfalten können. Aber achtsam laufen, damit du dich nicht verletzt. Also genieße die Mutter Natur, verbinde dich mit Mutter Natur, schaffe die Energien von Mutter Natur wieder in dein Leben hinein, okay? Öffne auch dein Wurzelchakra, aber vor allen Dingen fühle den Untergrund, den Sand, die Pflanzen, die Kieselsteine und lerne die Liebe zu dir selber wirklich wahrzunehmen und begreife, dass du ein ungeschliffener Diamant vielleicht bist, ja? Du bist aber auch ein kostbarer Schatz. Es ist wichtig, dass du deine Mission in hier und jetzt erkennst, in das Urvertrauen zurückgehst, deine Konditionierungen loslässt, ja? Gesellschaftliche Ereignisse, die dir vielleicht nicht gut tun, zurücklässt. Vertraue auf dich, geh in die Selbstliebe, fühle dich leicht und unbeschwert, okay? Denk dran, das Vertrauen in dich, das Vertrauen in die geistige Welt wird eine ganz wichtige Energie sein am heutigen Tag oder in den nächsten Tagen. Synchronisiere dich mit deinem Ich, okay? Synchronisiere dich mit der Mutter Erde, wenn du kannst. Ein bisschen auch den Kopf aus dem Fenster zu halten, zu Hause auch barfuß zu laufen, okay, wenn du kannst. Aber vor allen Dingen lasse es zu, dass dein Wurzelchakra sich öffnen kann und dir genau die Energien geben kann, um dich zu nähren, dich zu führen, wirklich alle Negativitäten versuchen rauszuholen, aber dass du auch Lektionen aus dem Leben lernst, ja, in die Selbstliebe gehst. Die Reise deinem Urvertrauen heißt heute für dich, gehe in die Selbstliebe, in die Anerkennung, in die Wertschätzung. Ich liebe mich, ich bin ein kostbarer Diamant, so wie ich bin, bin ich richtig, ja. Vertraue darauf, dass alles genau zum richtigen Zeitpunkt passiert. Wow, wie schön. Leute, verzeiht meine Stimme. Option 2, ich bin aber echt mega angeschlagen. Ihr glaubt es nicht. Dieser Klimawechsel, aber auch dieses viele Reden. Oh, Familie ist der Anker deines Lebens. Genuss der Geist des Ortes. Schau mal, die Familie, ja? Und dort, wo du bist, wieder haben wir die Verwurzelung zur Mutter Natur. Wieder haben wir die Verbundenheit zur Erde. Wieder haben wir die Blockade im Wurzelchakra, ja? Wieder geht es darum, sich mehr Anerkennung, sich mehr Zeit für sich selber zu widmen. Auch der Familie ein bisschen mehr Zeit zu widmen. Oder auf Frieden mit der Familie zu sein. Dankbar zu sein, dass du jeden Tag aufs Neue leben darfst. Dankbar zu sein, dass auch unsichtbare Botschaften der geistigen Welt dir zuteil werden, auf irgendeine Art und Weise. Dankbar zu sein für alles, was du bekommen hast, für alles, was du hast, für alles, was noch kommen wird. Okay, deinen inneren Reichtum,
die Stabilität, die Sicherheit, das Wohlbefinden, ja, die Liebe, die Güte, die Barmherzigkeit aufleben zu lassen, zu teilen. Okay, nicht Anerkennung im Außen suchen, sondern dir selber geben und die auch mit deiner Familie zu teilen. Wie wunderschön. Ich höre das Gras wachsen und ich fühle mich geborgen. Das Leben hält so viel für mich bereit. Denkt dran, die Dankbarkeit. Ich habe es euch gesagt, Leute, ich spüre immer die Energien schon vorher. Das ist unglaublich krass. Schau mal, gerade wenn es um Familie in deinem Leben geht, ja, pflege die Kontakte zu deinen Familienmitgliedern oder baue sie wieder auf, wenn du spürst, dass es richtig ist. Wenn sie verschüttet scheinen oder wenn es Streit gab, ja, tätige einfach einen Anruf, schreib ein Mail oder besuche sie einfach, schreibe auch einen Brief. Alles das, was euch wieder zusammenführen kann oder im Kontakt halten kann, wird Wunder bewirken. Das unsichtbare Band, dies immerwährende Verbindung erlischt niemals. Familie ist und bleibt Familie. Egal, welche Differenzen zwischen euch sind, egal, was passiert ist, egal, ob terrenal oder spiritueller Ebene, geistige Ebene. Du musst dich nicht mit jedem verstehen. Doch solltest du deine Wurzeln pflegen, sie bleiben ein Teil von dir, dessen Würdigung oder Versöhnung deinen Weg erleichtern werden. Also geht es um Großeltern, um Geschwister, um Cousins, um alles, was du als Familie titulierst, können auch Freunde sein, ja. Schätze denen irgendwie Bedeutung zu. Es kann dir emotionalen Halt geben oder du kannst emotional, ja, für deine Familie wertvoll sein, aber verschaffe dir auch einen Schutzraum, dass du nicht ausgebeutet wirst, ja. Schau mal, du hörst das Gras wachsen. Atme den Duft der Wiesenblumen ein. Lass dich vom Wohlgeruch der harzigen Bäume verzaubern. Beobachte die Rehe, wie sie sich im hohen Gras von den Sonnenschein streicheln lassen und schaue dem roten Fuchs nach, wenn es einen Fuchs gibt in deiner Nähe. Und schaue dem roten Fuchs nach, wie er schnell wieder im Unterholz verschwindet. Wir hier bei uns haben Rehe, ja, die vor allen Dingen abends immer über die Straße laufen oder hier bei mir unten am Wohnzimmerfenster auf der Wiese schon mal krakeelen und ein bisschen Futter suchen. Es ist unglaublich schön, die Tiere zu beobachten. Auch deine eigenen Haustiere, wenn du welche hast, ja. Koste von den schmackhaften Kräutern am Wegesrand, nasche von den saftigen Früchten, wenn es geht, ja, wenn die Zeit dafür reif ist. Du spürst den Geist des Ortes, die Verbundenheit der Jahrtausende mit der Mutter Natur ist jetzt eine Energiequelle, die für dich unglaublich wichtig sein können. Tiefgründige Gedanken wirst du loslassen, du wirst den richtigen Weg erkennen, du wirst dich befreien. Der wahre Reichtum liegt draußen in der Wildnis, der Schöpfung eines unendlichen mächtigen Geistes, dem Paradieses der Erde. Das heißt einfach, wenn du dich schaffst, mit dem Ort zu verbinden, mit der Natur zu verbinden, ja, deine ganzen Gedanken, deine Emotionen, deine Gefühle, deinen Frust rauszulassen, mach es. Bist du jemand, der vom Land kommt, ja, der mit Tieren arbeitet oder der vielleicht gewohnt ist, jeden Tag Tiere um sich zu haben, auch gerade auf dem Land, ja, Kühe, Schweine, Schafe, was auch immer. Ja, spreche mit den Tieren, lasse die Energien von den Tieren auf dich wirken, genieße einfach diese Energie der Tiere. Auf irgendeinem Grund wird die Tierwelt für viele von euch eine besondere Bedeutung haben. Leute, ich wünsche euch alles erdenkliche Liebe. Danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, ja, dass ihr meinen Kanal liked, teilt, abonniert, kommentiert. An alle Crotchwater herzlichen Dank, dass ihr dabei seid, okay? Dröckchen, Glückchen, damit wir auch sonntags ihr die Benachrichtigung bekommt für unsere Live-Chats, private Legungen, zielorientierte Therapien. Schreibt mich an, ich gebe euch so gut es geht noch einen Termin in der nächsten Zeit, okay? Aber ich antworte auf jeden Fall. Leute, lasst eure Kommentare. Kommentare ist Verständnis für andere, ist Resonanz, ist Synchronität, ist vor allen Dingen Dankbarkeit, ja, ist Liebe. Traut euch zu kommentieren. Danke schon mal im Voraus, dass ihr nicht nur euch selber eine Stütze seid, vor allen Dingen ganz, ganz vielen anderen Menschen, die sich auch in Situationen befinden, die sich nicht öffnen können, die nicht wissen, was es heißt, mit der Mutter Natur verbunden zu sein, die nicht wissen, was ein Chakra ist, die nicht wissen, wie sie den richtigen Weg finden können, ja. Sei dir eine Stütze, aber auch allen anderen. Gebt dem Leben und die Liebe die Farbe, die euch glücklich macht. Genießt alles, was kommt. Seid dankbar. Verbindet euch mit allem, was richtig ist. Und lasst alles los, was absolut nicht gesund ist für euch. Warum? Weil das Leben und die Liebe sind absolut lebenswert. Schaut euch auch andere Videos von mir an. Januar, Februar, März. Ja, die Monatslegungen, Wochenhoroskop. Alles, was ihr möchtet. Liken, teilen, ja. Und vor allen Dingen kommentieren. Weil das ist genau die Energie, die wir hier gemeinsam aufbauen. Aber auch vor allen Dingen schon wirklich gefestigt haben und wir möchten das einfach, das Tarot, ich und all unser ganzes Sein mit euch teilen und mit anderen teilen. Bis dahin, ich wünsche euch alles Liebe und genießt den Tag. Bye.